So Leute, und ich bin jetzt hier im Teeladen im Frankensender und vor mir steht der Geschäftsführer persönlich, wenn Sie sich einmal bitte vorstellen würden. Mein Name ist Thomas Hofermann, ich bin der Geschäftsführer hier im Teeladen im Frankensender. Wir sind hier seit 43 Jahren und sind das Fachgeschäft für Tee, Würze, Naturheilmittel und viele außergewöhnliche Produkte. Herr Hofermann, Sie sagen, Sie sind seit 43 Jahren der Spezialist. Wie hat es bei Ihnen angefangen damals mit dem Tee? Angefangen hat es schon von meinen Eltern. Die Mutter arbeitet heute noch mit. Der Vater ist leider schon verstorben. Die haben den Laden eröffnet. Ich bin relativ früh schon dazugekommen, bin mittlerweile auch schon an die 40 Jahre hier aktiv mit tätig. Und es ist halt bei mir das Ideale, dass man Hobby und Beruf verbinden kann. Alles, was mit Natur, Pflanzen zu tun hat. Jetzt bin ja ich ein absoluter Laie im Teebereich. Ich kenne jetzt ja den Tee im Discounter, im Supermarkt. Wo unterscheiden sich eigentlich Ihre Tees zum Supermarkt, zum Discounter, wo man sagt, das ist der gravierendste Unterschied oder die Unterschiede? So, das Wichtigste ist erstens immer die Auswahl. Im Supermarkt kriegt man vielleicht 50 verschiedene. Wir haben weitgehend über 600 Sorten Tee und Gewürze. Der große Vorteil ist, wir haben jede Sorte offen lose. Wir packen jedes Päckchen, was Sie hier im Laden sehen, selber ab. Es ist einmal die Frische gegeben, die Qualität im Vergleich zu diesen Aufgussbeuteln im Supermarkt. Vor allem auch das Individuelle. Der Kunde kann 50, der kann 100 Gramm, der kann ein Kilo haben. Und wie gesagt, alles wöchentlich wird es geliefert und wird wöchentlich und täglich von uns frisch verpackt. Weil Sie sagen geliefert, kommt es dann aus verschiedenen Regionen oder reden wir auch von verschiedenen Ländern? Also wir haben natürlich unsere Zulieferer. Wir importieren jetzt nicht direkt aus den Ländern, aber wir haben viele, vor allem im Schwarz- und Grüntee-Bereich, aus Hamburg, Bremen, dann natürlich auch aus dem Fränkischen, aus dem Teeort Abzwingt, wo wir viele Kräuter herbekommen. Und die beziehen es natürlich weltweit und für uns dann in kleinen Mengen. Jetzt ist ja so, jetzt habe ich ja gelesen, laut Netz ist ja Tee nach Wasser das meist getrunkene Getränk der Welt. Also das Zweite kann man sagen. Welche Teesorten gehen denn bei Ihnen besonders gut? Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe sowohl Grünteekunden, Schwarzteekunden, Kräutertee, Früchtetee im Sommer. Also die Kräutertee sind halt auch für gewisse Indikationen, für gewisse Anwendungsbereiche. Schwarztee und Grüntee, sage ich jetzt einmal, ist ein Genussmittel, wobei der Grüntee noch ein bisschen hochwertiger ist. Und jetzt im Sommer vor allem, auch zum Kalttrinken, ist der Früchtetee natürlich ideal. Und dann gibt es auch noch Grüntee. Weil Sie jetzt auch den Grüntee angesprochen haben, der hat ja auch gesundheitliche Vorteile. Haben Sie da verschiedene oder einen? Also wir haben an Grüntee ungefähr 100 verschiedene Sorten, einmal reine Grüntees, auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der Vorteil beim Grüntee ist ja von der gleichen Pflanze wie ein Schwarztee, wo ist der geerntet und getrocknet. Und ein Schwarztee wird dann noch fermentiert. Also von der Wertigkeit ist Grüntee wesentlich besser, auch für Gefäße etc. Also Gefäße ist ein Vorteil. Was gibt es denn noch für Vorteile vom Grüntee, dass das einmal der Zuschauer hört? Also er ist auch leichter zum Trinken. Man kann ihn auch den ganzen Tag trinken. Wer ein bisschen Probleme hat mit dem Schlafen, vielleicht nicht eine Stunde vor zum Bett gehen, weil auch in dem grünen Tee ist Thein drinnen, was ein bisschen beleben wirken kann. Alternativen gibt es dann aber auch am weißen grünen Tee, das ist so die milde Form, der ist ein bisschen weniger teeinhaltig. Und dann gibt es auch noch bis hin zu entkoffinierten Grüntee, aber auch schwarzen Tee. Haben Sie auch Matcha-Tee? Matcha ist natürlich die Nummer 1 mittlerweile. Auch da gibt es halt viele verschiedene Qualitätsstufen. Wenn man weiß, man trinkt es als Tee, würde ich hauptsächlich original japanischen Bio empfehlen. Wenn man es nur zum Untermischen für Smoothies oder auch für Eisherstellung, dann kann man auch den sogenannten Koch-Matcha nehmen. Also das heißt, bei Ihnen bekommt man auch eine große Auswahl an Matcha-Tees? Nicht nur die Matcha-Tees, sondern auch das Zubehör. Wir haben Matcha-Schalen, wir haben die Matcha-Besen, wir haben die Matcha-Löffel, eigentlich in allen Varianten. Jetzt ist ja so, die Tees unterscheiden sich ja auch bei Ihnen, was die Preise angeht. Was ist da der genaue Unterschied, warum ein Tee plötzlich, beispielsweise von mir als Laie, 5 Euro mehr kostet wie der andere? Ist natürlich so, sowohl beim Schwarztee als auch beim Grüntee vor allem, es gibt verschiedene Regionen. Es gibt große Teegärten, kleine Teegärten. Je kleiner ein Teegarten, weniger Ernte ist, desto kostbarer, desto edler ist er. Oder je höher gelegen, desto teurer ist es. Beim Grüntee gibt es ja zum Beispiel auch Sorten. Da werden mühselig die Blattstängel rausgeschnitten per Hand, wird nur das Blatt verwendet. Das ist sogenannte Gyokuro oder Schattentee, teilweise auch die Matcha-Tee-Sorten. Und das ist natürlich aufwendig. Von der Preisspanne können Sie Grüntee von 3 Euro
bis nach oben keine Grenze, 20, 30 Euro. Ich habe ja gelesen, weil ich jetzt auf den Preis angesprungen habe, dass einer oder der teuerste Tee, ich glaube, aus Japan kommt. Dieser Hong Pong oder wie der heißt in der Richtung. Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine, ja? Genau. Was ist denn bei Ihnen der teuerste Tee? Also bei uns der edelste Tee ist eigentlich der Gyokuro, das ist der sogenannte Schattentee. Der wird ein paar Wochen vor der Ernte abgedeckt, dann entwickelt sich noch mehr Inhaltsstoffe. Der liegt so irgendwie zwischen 25 und 30 Euro. 100 Gramm. 100 Gramm? 100 Gramm. Und geht er gut? Ja, das ist sogar ein Renner. Den kann man aber auch nicht nur einmal, den kann man ruhig zwei, dreimal hintereinander aufgießen. Dann amortisiert sich auch. Und was hat da der Konsument für Vorteile, wenn er diesen Tee trinkt? Wenn man diesen mal getrunken hat, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum klassischen Sencha, Bancha, was so die üblichen Grünteesorten sind. Es ist wirklich ein Geschmackserlebnis und es ist wirklich was ganz Besonderes. Mit Zucker oder ohne? Vorzugsweise ohne Zucker. Man kann Alternativen nehmen. Man kann noch Ferrero-Zucker, wer es unbedingt süßen muss, oder Stevia, bloß das verfälscht dann auch ein bisschen. Ich sehe jetzt hinter Ihnen oder auch neben Ihnen, hier sind ja schon sehr viele Teesorten zu sehen. Könnten Sie da mal bitte eine aufmachen, dass auch mal der Zuschauer einen Einblick bekommt, wie das ausschaut? Diese Seite sind jetzt alles überwiegend Kräutertees von Blätter, Blüten, Wurzeln, Rinden. Es gibt zum Beispiel alles, nehmen wir mal als Beispiel, die Rosenblüten. Die gibt es sowohl die ganzen Knospen, die geschnittenen. Es gibt Kornblumen, Katzenvölkchen, was auch immer. Für jede Anwendung. Wenn jetzt der Kunde diesen Beutel kauft, wie wird er dann in der Praxis angewandt? Also im Normalfall, die normalen Tees werden mit heißem Wasser überbrüht, 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Es gibt aber dann auch zum Beispiel Rinden, da reicht das Überbrühen nicht aus. Da müsste man, nehmen wir mal als Beispiel Eichenrinde, die muss aufgekocht werden und noch ziehen gelassen, dass die Wirkstoffe richtig rauskommen. Es gibt manche Kräuter auch, wo man auch einen Kaltauszug machen muss. Okay. Man bekommt ja bei Ihnen auch das Zubehör dazu, oder? Alles, was Tee angeht. Alles von Teetassen über Teefilter, über Baumwollnetze, über Teekannen, Teeeinsätze, also alles, was zu Tee dazugehört. Bieten Sie auch noch andere Artikel an wie Tee? So vieles, da müssen wir mal auf die andere Seite schauen. Unsere Stärke ist zum Beispiel auch über 300 Sorten reine, natürliche, ätherische Öle, Basisöle. Dann haben wir ganz viele Besonderheiten, was man auch nicht überall bekommt. Es gibt zum Beispiel von Shaiyang-Tinktur Manuka-Honig, Papaya-Kapseln etc. Zum Thema Manuka-Honig, der ist ja auch etwas, ich drücke es mal vorsichtig aus, preisintensiver ein bisschen. Der hat ja auch viele gesundheitliche Vorteile, was die Gesundheit unterstützen kann. Könnten Sie da mal sagen, was der Manuka-Honig alles für Vorteile hat? Genau, also Manuka-Honig, sagen wir mal, muss man gleich unter dem Aspekt medizinischen Honig sehen, ohne jetzt gewisse Heilaussagen zu gebrauchen. Wenn man nur zum Süßen, dann reicht der normale Bio-Linden-Akazienhonig. Der Manuka ist das Besondere, kommt aus Neuseeland, ist auch original von der Manuka-Pflanze gesammelter Honig, weil es gibt auch da natürlich schwarze Schafe, die das Methylglyoxal, das ist der eigentliche Wirkstoff, künstlich zusetzen, was natürlich nicht die Wirkung hat. Und das ist eben auch das Geheimnis von Manuka-Honig, das heißt abgekürzt MGO, Methylglyoxal, das ist der antibakterielle, entzündungshemmende, heilende Wirkstoff. Und da gibt es dann auch von 100 über 250 bis rauf 800 Milligramm pro Kilo ganz viele Varianten. Was würde jetzt diese kosten? Das ist jetzt die goldene Mitte, sage ich mal, der MGO 250. Da kommen 500 Gramm auf 54,90. Im Prinzip gibt es ab 100 MGO 19,90. Höchste ist zum Beispiel der 800er 89,90. Das ist dann von der Qualität wahrscheinlich ganz oben angesiedelt. Qualitativ sind die alle eigentlich sehr gut, nur halt je höher dieser Anteil an diesem Methylglyoxal, desto schneller, besser und wirkungsvoller ist es. Jetzt ist es so, der normale Honig wird ja auf dem Brot gegessen. Dann gibt es auch welche, die nehmen das mit einem Löffel, weil sie es so gerne essen. Ja. Wie würden Sie den Manuka-Honig empfehlen? Genauso wie den normalen, nicht anders? Also grundsätzlich können Sie den aufs Brot geben, Sie können den zum Süßen in Tee reingeben, wirkt auch, dauert halt länger. Wenn man es für bestimmte, wenn Sie zum Beispiel Anflug von Erkältung haben, Kratzen im Hals, dann würde ich einen halben Teelöffel im Mund langsam einspeicheln, langsam schlucken und mal 10 Minuten, Viertelstunde nichts drauf trinken, dann wirkt es am besten über die Mundschleimhaut. Und dann runter damit. Und dann schlucken. Genau. Ja.
Wenn Sie den Geschmack von Manuka-Honig jetzt einmal beschreiben würden, würden Sie sagen, er ist schon wie der normale Honig oder anders? Im Prinzip ist es wie eine goldene Mitte vom Honig. Es ist nicht so herb wie ein Kastanienhonig oder wie ein Waldhonig. Ist sehr angenehm, so leicht cremig, aber es ist geschmacklich wirklich gut zu nehmen. Auch Kinder nehmen es eigentlich sehr gern. Soll ja auch bei Erkältungen und solchen Sachen wunderbar helfen. Sowohl vorbeugend, als auch wenn man schon erkältet ist. Man kann das auch äußerlich, wenn Sie mal Wunden haben, Entzündungen, auch äußerlich ein bisschen verwenden, für beides. Hören Sie auch hier in Ihrem Geschäft positive Erfahrungen von den Manuka-Honig, dass die Leute sagen, Mensch, ja, absolut sicherlich, klasse. Wir haben den Manuka schon seit, ich sage jetzt mal grob, 11, 12 Jahren. Also wir haben da wirklich die besten Rückmeldungen. Im ersten Moment schockiert natürlich oft der Preis, aber wie gesagt, unter dem Aspekt medizinischer Honig erreicht auch relativ lang. So ein kleines Gläschen mit 250 lang, vielleicht 3, 4 Wochen, wenn man es täglich nimmt, dann ist es eigentlich okay. Okay. Jetzt steht ja auch hier, zu jedem Manuka-Honig erhalten Sie ein Päckchen 50 Gramm Zystus-Tee. Genau. Gratis, das ist ja klasse. Das ist bei uns eine Aktion, wenn jemand einen Manuka-Honig kauft, egal welchen, bekommt er gratis 50 Gramm Zistrosentee oder Zistus-Zisträuschen. So schaut diese Pflanze aus dazu. Das ist eigentlich so der wichtigste Tee fürs Immunsystem, für die Abwehrkräfte gegen Entzündungen, auch sowohl vorbeugen als auch wenn man schon erkältet ist. Okay. Und hier, da haben Sie ja gesagt, alles auch Natur, oder? Alles reine, natürliche, ätherische Öle. Es gibt dann auch von der Firma Primavera auch biologische Öle und auch grundsätzlich also Mandelöl, Jojobaöl, die man auch so für Körperöle nehmen kann. Da bieten Sie auch jeglichen Zusatz an, oder? Eigentlich alles, was es gibt, was frei verkauft wird.